Hallo und willkommen zurück zu Divinity Original Sin 2. Ja, eine Patch hat es immer noch nicht gegeben. Ob das diese Woche noch was wird, wage ich zu bezweifeln. Aber gut, es ist ja jetzt auch nicht so, als wenn das Spiel jetzt fehler-ridden wäre. Übrigens an der Stelle noch zu Bounty Train, was ich ja immer noch pausiert habe. Da hatte es jetzt wieder im Forum eine Antwort gegeben von... Ich weiß nicht genau, ich glaube nicht, dass es ein Entwickler ist, sondern einer von Dendelic, der wahrscheinlich als Community-Mensch da arbeitet, der meinte, dass der die Entwickler gepokt hätte, dass die mir möglichst schnell eine Antwort zukommen lassen. Naja, schauen wir mal, ob das tatsächlich dann noch was wird. Wir gehen mal jetzt hier im Labyrinth weiter. Und können erstmal rasten, denn da haben wir noch Schaden. Flip. Unlocked. Was genau macht das hier eigentlich? Strength, Finesse, Intelligence. Naja, okay. Ja, ich würde gerne den Curse loswerden. Da werde ich dann... Zur Not, also bevor ich die Insel verlasse, werde ich halt nachschlagen, was ich denn noch machen muss, um die Schweine zu retten, wenn ich da jetzt nicht schon drauf stolpern sollte, um die Schweine zu retten, um den Curse loszuwerden und, da oben war ja auch noch einer, der am Rumbrennen war. Ja, dieser und wegen dem Kind, was ich finden sollte. Ich vermute fast, dass man mit dem Kind keine andere Wahl hat, außer der zu sagen, dass das Kind tot ist. Ja. Aber vielleicht gibt es da eine andere Lösung und wenn es da eine andere Lösung gibt, dann würde ich die gerne machen. Also, wenn jemand von euch da weiß, das ist wahrscheinlich für das Tor, wie man das Kind retten kann und wie man die Schweine retten kann, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also zu zukünftigen Sachen, wo ich dran komme, natürlich nichts spoilern, aber bei den Sachen... würde die Alternative wohl aussehen, dass ich nachschlage, genauso wie das hier. Wenn ihr wisst, wie man das hier wegbekommt, könnt ihr es auch ruhig reinschreiben. Weil das würde mich jetzt so interessieren und ich glaube nicht, dass ich da auf natürliche Weise drauf stoßen werde, sage ich mal. Ja, dann schauen wir hier mal weiter. Da haben wir jedenfalls... Na, hier kommt kein Kampf. Da ist auf jeden Fall viel Krams zum Mitnehmen, der aber vermutlich weitestgehend wertlos sein wird. Egal, ich nehme es einfach mal alles mit. Teleportation Scroll. Maggots! Mind Maggots! Legend auf irgendwas. Da mal ein Bild, die kann man immer für ordentlich Geld verticken. Mhm. Wer bist denn du? Zombie. You approach the still body and see its nostrils flaring. Long dead eyes rise to meet yours. As you lean in close, it lurches forward. Its arms thrash against the cage bars as it tries to reach you. Looks like it hasn't been fed in a very long time. Okay, er ist keine Ratte, er ist ein Zombie, auch gut. Moment. Warm Tremor.
Oh. Okay, kann man da rein? Locked. Und da knicki-knacki machen. Jawohl. Und da ist wohl eine Falle angegangen. Naja. Die können wir jetzt treffen. Na, nehmen wir die drei. Äußend. Er ist natürlich ein bisschen dämlich, wenn das in Echtzeit läuft. Da muss ich ja jetzt nur noch abwarten, bis der gestorben ist. Naja. Danke. Lockpicks. Naja. Also wirklich was bewacht hat er hier aber auch nicht. Natürlich jetzt ein bisschen hinderlich. Kann man das verschieben? Weiß nicht, ob das da durchgeht. Nicht so stabil. Naja. Naja, kommt durch. Okay, hat aufgehört. Schlafen wir mal. Da haben wir ja auch noch diese Suppe. Nee, gar nicht wahr, das ist Öl. Da habe ich noch gar nicht geguckt. So, wer bist du denn? Shrine of the Seven? Among the long crumbled remains of the temple that must have once sheltered his shrine. The stone effigy of a god seems to invite you to put your hands in his. Mhm. Gut, dann gucken wir hier mal gerade die Sachen wieder an. Wir haben A Magic of... Das sind einfach irgendwelche Bücher. Bücher, genau, Bilder. So, dann haben wir... Geomancer 2. Mhm. Learn. Warm Tremor. Uh-huh. 21 to 24 earth damage to each character in the area. At your command, poisonous worms slither up from the earth, attaching to every character in the area who is not protected by magic armor. Affected characters cannot move or teleport, and they receive poison damage each turn. Das klingt auch stark. Aber... Brauchen die alle nur eins?
Memory. Which are required to learn skills. More powerful skills cost more memory slots. Naja. Ja, die brauchen auf jeden Fall, oder ich brauche so langsam tatsächlich dann auch mehr Memory Slots. Machen wir die Fähigkeit, die diese Suppe verwendet. Machen wir die mal weg. Damit ich die nicht versehentlich irgendwie mal verwende. Kommt aus Abstellgleis. Das ist auch Bless. Das hatten die Menschen auch. Hatte ich das nicht auch mit dem? Ach so, das war das. Dann habe ich das Falsche gezogen. Das hier ist das. Und die hatte auch noch Bless und Binder. Der hatte kein Bless. Ja, okay. Dann, guck mal hier nochmal weiter. Sheet of Paper kann rüber. Tormented Soul rüber. Das hier ist einfach nur Schrott. Das kann ich auch wegwerfen hier direkt. Müll. Müll. Raw Rips. Deck of Cards ist leider auch nichts wert. Anscheinend auch nicht wirklich besonders. So, Magical Laced Scale Gloves. Dafür braucht man Stärke. Die hat er. Das können wir auf jeden Fall verwenden. Dann gucken wir mal. 10-3 und Critical. 10-3 und Thievery. Aber das hier braucht er auch Stärke. Naja, das kann, heißt, das hier kann man auch verkaufen. Wenn aber die Anforderung immer 11 ist für alles Mögliche, und das scheint ja so zu sein, dann könnte man das theoretisch auch einfach mal steigern, um diesen ganzen Quatsch anziehen zu können. Bottle of Wine, rüber. Medium Heal. Hermas Doll, ja, die war ja auch für die Quest. Hat aber keine Relevanz bisher. Deshalb, also da würde es mich schon fast wundern, wenn man da keine andere Lösung hat, außer der zu sagen, ja, sorry, dein Kind ist halt hinüber. Fane's Back, der hatte die Schlüssel, jawohl. Rein da. So, in this tome, Hubert, the historian assembles the bulk of what is still known to the larger world about the infamous Bracchus Rex and creates a lightly drawn portrait that feels somewhat incomplete, but also carries the ring of truth. Bracchus was once a fine human being and a noble ruler, but his greed overtook him and he became corrupted. There is a mention of Cassandra, a twin sister, to whom Bracchus did unspeakable things, stealing her life force that he may live forever. Unfortunately, these crimes saw him arrested by source hunters, hanged until dead, and his body thrown into a well. Rumors abound that this was not the end, but until Hubert can confirm these outlandish tales, as exciting and as dramatic as they are, he refuses to add them to his chronicle. Die Bücher hatte Lose, glaube ich, genommen. Jawohl. Nächstes Buch.
Legend tells of the most precious rose, the blood rose, prized by kings and men from ancient times. The blood rose grows only in soils suffused with suffering and fertilized with filth. In the days of Rakus Rex, the rose was grown using methods esoteric and vile, the only methods proven to grow the rare blossom. The perfumer Avanel persuaded Bracchus to bury the bones of the tortured dead within the deep cave. He sowed the seeds within their emptied skulls, watered with the tears of the tortured living. In such a soil, the blood rose flourished. The scholars say that even today, were you to find this mystical cavern, the roses would grow there still. Yeah, okay. Moment, ich muss mir mal gerade noch was aufschreiben. Die Rüstungsteile habe ich ja auch noch mit Fluch. So. Okay. Dann, was haben wir hier jetzt eigentlich noch? Wizard Wits, ich glaube, die kann ich auch eigentlich weghauen. Naja, Crafting Bible. This veritable tome of knowledge teaches you a plethora of handy adventuring recipes. Wieder neue Rezepte, so langsam muss ich doch alles wissen. Nail Bomb Grenade. Das kann unser Zwerg hier eigentlich haben. Poison Flask. Das hier kann auch Zwergi haben. Ja genau, die meinte ich. Hab noch 25 Kapazität. Slowdown Arrow. Ach, da haben wir noch Letter to Dallas. Hab ich noch nicht gelesen. Orders from Bishop Alexander. We are at a turning point in our great mission to preserve our realm from the darkness that threatens it. Thanks to Dallas' formidable efforts and research, we have discovered a way to purge the source from those overcome by its effects. The secret lies in old technology, pioneered by the ancient source king Bracchus Rex. Our mission is vital. We must secure this technology known as Purging Wands and transport them all to safety to afford joy. The Hollow Marshes are dangerous, but our efforts are for the good of all. Falls ich das nicht umgelesen habe, ich kann mich jedenfalls nicht dran erinnern. Okay. Das war jetzt der ganze Kappes, den ich weggeworfen habe. Werfen wir mal diese Kiste da drauf. I see. Trennen wir mal wieder. Sieht zwar alles nicht so. Ah ja, da ist was. Look out. I see a trap nearby. Okay. Das ist eine Metal Crate. Und hier haben wir noch ganz viele Piles.
Painting of a Knight. Aha. Okay. Hätte ich die Tür denn aufmachen können, oder? Nö. Das heißt, die müsste ich dann hier raus porten, wenn ich da raus will. Aber gut, dann gehen wir erstmal da durch. Das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen schwerer gewesen. Tattered Blueprint. Okay, was mag denn passieren, wenn wir das hier... I heard something. Something seemed to move into place. Aha. Es könnte eventuell ein Treppenhaus sein. Mit dem richtigen Witz. Mehr Bücher. Aha, ein Stab. Kann mich immer noch bewegen. Aber lange wird es nicht mehr funktionieren. So, da liegt auch noch ein Buch. Crafting Bible, noch eine. Okay. Na, da ist jedenfalls nichts. Dann gucken wir hier gerade mal wieder durch, was wir alles gelootet haben. Das war ja jetzt auch wieder nicht wenig. Kappes. Playing with fire. Hubert's short description of great pyrokinetics who can create fire out of nothing is of full admiration and disdain. While he admires their tricks and acknowledges their value in a fight, he points out that many an innocent village has burned due to solely to a sorcerer-inflated assessment of their ability to control the uncontrollable. Mm. Okay, runter. Moment, ich schieb die mal dahin. So, dann haben wir a sorcerer muses on how the combination of magical elements and a shift, a club and a stick or a bow may provide him with a makeshift wand. Das kannten wir anscheinend schon. Dann haben wir hier Kappes zum Verkaufen. Das hier ist ein Blueprint. Abhand, das ist hier blöd, das würde ich mal als Fehler ansehen, dass das hier immer noch mit aufgeht. Upon this page is drawn a blueprint of a tomb or vault of some sort. Underneath the drawing, words are scribbled seemingly at random. The words illusions and Bracchus Rex are circled multiple times and an arrow points to a particular room. The words soul jars are written along the length of the arrow in tiny letters. Ja, okay, das hat sich ja wahrscheinlich eh schon erledigt.
We found a map of the wall. The document hints of illusions and soul jars. Plus, there's mentions of Bracco's wrecks that probably where Gratiana's soul jar is secured. Naja, ja, gut, weil ich das noch nicht abgegeben hatte. Crafting Bible. This veritable tome of knowledge teaches you a plethora of handy adventuring recipes. Wieder was Neues. 10 Stück. The puffball mushroom is renowned amongst hunters for giving you a keener eye, leading to the curious saying, sharp as a puffball. It's said to be most potent when concentrated in a potion. Puffball. Razzle Dazzle, the engineer's approach. This book details how to create Razzle Dazzle grenade using nothing but a jelly room or an air resistance potion. Of course, it could go off at any stage and dazzle its creator. But you record this in your recipe book anyway. After all, this one looks so easy. You could do it with your eyes closed. Razzle Dazzle. Dann haben wir den hier. A rune of magic, bone engraved, the code of death must meet the bane of venom pure, a poison vial. Create the venom, rune most vile. Naja, okay. Kannten wir schon. Silver Cup. Ticken. Sheet of Paper kann. Ja, sie auch haben. Tether Blueprint. Ja, komm da rein. Fortify Scroll. Das geht an Zwergi. Und dann haben wir dieses Ding. 8 bis 22 R Electricity mit einem Slot drin. Ja. Ja, ja, wenn die jetzt auf dem anderen nicht so gut wäre, dann könnte man die glatt nutzen. Aber die beiden sind immer noch besser als das Ding. Necromancer Intelligence. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Ich meine, das ist natürlich eine Option, aber... Ne. Ja, ja, ja. Manage Runes. Small Flame Room, was war da? Das war Electricity. Das Air Damage. Ja. Damit macht es halt noch mehr Schaden. 19 bis 25. Ja, es ist schon okay. Aber damit würde ich halt auch da Intelligence haben wir auch drauf. Hydrosophist gegen Necromancer tauschen. Oder ich gebe das halt dem Necromancer, aber seine Stäbe sind ja noch besser. Nee, gar nicht wahr. Bei ihm würde sich das sogar lohnen. Ach Quatsch. Das ist ja, wäre nur dieser Staff of Magus. Der Auto-Attack ist ja eine... Moment. Was genau ist der Auto-Attack? Nicht Auto-Attack, was genau ist das? 25 bis 33 Air Damage. Das ist albern. Manage Runes. Ich sehe ehrlich gesagt keinen Sinn von dem Ding. Ich behalte das. Ups. Ich behalte das mal. So als Austauschdingen. Aber. Meh. Achso, und hier haben wir noch was. Haste. Geht auch hier rein. Okay, ja. Dann kommen wir wohl wieder zurück. Ah, jetzt ist das Ding auf.
Okay. Dann schauen wir mal weiter. Weiß nicht, ob die Tür vorher schon auf war. Wahrscheinlich nicht. Da ist jedenfalls eine fette Tür. Scheint noch eine Barriere zu sein. Ja, ist schon fett vermint. Aber muss man ja nicht reinlaufen. Na, wenn hier nicht mal ein Kampf kommt. Aha. Soll da die Leiche von Baracus Rex drin sein? Da hat noch jemand Schädel gesammelt. You approach a decrepit well and stare down into its toothless black mouth. No sooner has your head crossed the rim than weak voices begin to echo from the depths. Thirst, dry throats. Drink water, water. Uh-huh. The well remains as dark and dry as it was, and still the voices beg for water. Ja, habe ich gerade nicht mit. Aber ich habe einen. Doch, Mug of Water. Was hat's ja gebracht? Can't reach. Glückwunsch. Ja, kann ich da drauf werfen? Vielleicht sollte ich den einfach mal außerhalb auffüllen. Ich nehme mal an, dass das jetzt zu ist. Was ist das? The air around the glowing relic thrums with power, as the source barrier quietly crackles in the background. Summon elemental magic against the relic. Call up your source powers and focus them on the relic. The hum of the relic grows louder, and bright light starts to spill from its runes. Cracks start to spread across the surface and it shatters like glass. Okay. Ka-ching. Closed Circuit Spellbook. Zweimal rot. Requires Aerosäuge 3. Das heißt, das hier verbraucht 2 Source oder was? Deals bla 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 to enemies around you, then creates cursed static clouds on the edge of the spell. Set Air Immunity, set Shocked for 2 Turns. 2 Memory Slots braucht das. Damage is based on your level and receives bonus from Intelligence. Okay.
Wudump. Ah, okay, jetzt verstehe ich die Aufteilung. Dann nehmen wir mal den da raus. Das rein. Ah, not enough source points. Das ist ja doof. Also da muss man dann wirklich, ne, 2 source points zu verwenden, um das zu casten. Ist ja toll, dass man das hier schon findet. Sehr nützlich. Was haben wir hier noch? Wir hatten eine Hose, die kann weg. Das kann weg. Ein Boletus. Darüber. Darüber. Jack. Useless. Aha. Ja, okay. Gucken wir mal weiter. Erstmal an der Seite alles. Bevor wir uns den Gräbern zuwenden. Frying Pan. Na, meinetwegen. Okay. Kisten. Firestorm Grenade, Pigskin Gloves. Morningstar. Ring Dusk. Okay. Ja, der ist Unsinn. Frost Rune bringt Movement und Schaden als Wasser. Also Movement, wenn auf Dings da. Dann haben wir Ring of Dusk. So langsam müsste ich gucken, wer einen Ring austauschen kann. Na, die hier gehen ja schon nicht schlechter, also tauschen wir einfach den aus. Ah, gut. Ich habe schon noch einige Ringe, die nicht besonders toll sind. 7-11 Finesse. Ich könnte die halt wieder wem anders geben. Sie wäre aber die unpraktischste dafür. Thievery. Er sollte das eigentlich behalten. 7-11. Ja, ich glaube, das ist es nicht wert, die auszutauschen. Der Arbeiter jedes Mal. Ich meine, theoretisch könnte ich diese Spell-Handschuhe jedes Mal wieder anziehen, wenn ich den Skill benutzen will, aber das ist mir zu blöd. Also, gucken wir mal. Okay, Zwergi. The Hands of the Tyrant. Aha. Artifacts of the Tyrant. We found some armor called the Hands of the Tyrant, part of a full set, it seems. The armor has a strange aura to it, almost like it bears some sort of pestilence. Okay. Teil 3. Anscheinend waren das noch nicht alle. Das war das Falsche. Ja, naja gut, 3 Teile.
Ach, und da ist noch eine Vase. Naja. Gut, so kann man... Vielleicht muss man da irgendwas opfern oder so. Okay, dann gehen wir wieder. Ne, ich werde mal gucken. Ah, da ist noch was. Mal gucken, ob wir Wasser bekommen. Ja, und dann werde ich mich danach nochmal hier drin rumbewegen mit diesem... Na, der kann jetzt hier diese Suppe einsammeln. Mit diesem Wits Skill Peace of Mind. Ja. Okay. Wasser hatte es, glaube ich, hier gegeben, an so einem Brunnen. Hollow Marshes. Bridge. Wäre natürlich hier ein bisschen blöd, da müssen wir ja wieder hinlaufen. Naja, hilft ja nichts. Fort Joy. Ja, wo war der Brunnen? Kommt man da? Ah, okay. Ich war doch, da war ich doch. Aber hier war auch irgendwo, da konnte man Wein reinkippen oder so. Aber ich wollte eigentlich einen Brunnen haben. Wo war denn hier ein Brunnen? Da. So, dann nehmen wir... den Eimer, wenn ich den wiederfinde. Wenn, kann ich dann hier einfach... Ne. Da. Zauberei. So, jetzt haben wir natürlich diesen... Weg wieder zurück. Und ich glaube, der schnellste Weg könnte hier unten gewesen sein. Ja, oder einfach zu dem und dann da hochlaufen. Dragon's Beach. Können wir nochmal zum Drachen hochgehen. Hoch hier hingehen.
Can I move yet? It's invulnerable because it is soul shackled. Hm. Naja. Dann klettern wir da mal wieder hoch. Gar nicht gesehen, dass wir mit denen da interagieren können. Aber ich vermute, dass das eh wurscht ist jetzt, wo ich eh schon durch bin. Aber ich guck mal gerade. Sollen wir gerade ein bisschen warten. Da hinten hätte man dann wieder das ist ein Skeleton. Magical Stone Wand, ja, macht aber auch ordentlich Schaden, kann man gut gebrauchen. Dwarven Dagger, mhm. Blank Skillbook. Fire, nicht schlecht. Bin mir nicht ganz sicher, ob das hier durch Zeit ist oder ob man eine bestimmte Stelle betreten muss. Ach, das ist eine Falle. Okay. Ich meine, das Ding brauche ich ja nicht, aber... Da war auch nicht so, man noch reintreten konnte. Ne. Egal, ob man das da benutzt oder das andere. Hm.
Man kommt immer an derselben Stelle raus. Gab es nicht noch irgendwo ein Portal? Ah, ist der Schwachkopf. Bis jetzt zumindest nicht. Ob wir hier noch ein Portal hätten. The Historian. War hier vielleicht. Vielleicht wird es aber jetzt auch gerade nicht angezeigt, weil ich zu weit weg bin. Na, da kommen wir auf jeden Fall immer hier raus. Und damit können wir quasi uns eigentlich dann hin und her teleportieren. Da sehe ich aber jetzt auch nichts. Es könnte auch sein, dass da gar kein Portal ist und dass da nur so ein Schädel ist, den man anklicken muss. Aber da wüsste ich jetzt auch nicht. Ich meine, ich könnte nochmal alle Gänge absuchen, aber... Ich glaube, so dringend ist es dann nicht. Ja, ich glaube, dann laufe ich jetzt einfach dadurch. Okay. Hier bin ich ja schon rumgelaufen mit dem. Hier noch nicht. Den habe ich übersehen. Ugly Sandals. Ist ja super. Preußen. Nö.
Bisher doch sehr unspektakulär hier. Da ist noch was. Rüber. Too far away. Na gut. Laufen wir mit dem auch noch hier das Stück ab. So, jetzt haben wir jedenfalls ein Bucket mit Water. Gucken, ob wir damit was machen können. The well remains as dark and dry as it was, and still the voices beg for water. Vielleicht muss man da auch einfach nur Wasser drauf casten. Wo ist denn mein Eimer jetzt hin? Da unten. Ja, das wird nichts. Jetzt habe ich einen Eimer da drauf gestellt. Super. Junk. Aber brauchen tue ich den dann nicht. Okay. Was passiert, wenn wir das hier machen? Das sah gut aus. The well is now filled to the brim with fresh, cool water. But what it has brought to the surface quickly evaporates any wish you may have had to quench your own thirst. You see the tangled remains of three corpses, a mixed mass of bones and skin, from which three skulls protrude. They address you in unison, their voices a drone-like blend. We thank you for the water. We bless you for the water. We thank you for the end of torment. Say that it was your pleasure. True thirst is a horror. Ask them who their tormentor was. The king. The king. Bracchus Rex, the madman with the crown. Wonder why Bracchus Rex punished them so horribly. Wrath and terror. We displeased the king. The truth we spoke. His fortune told. No divinity would he be. Uh-huh. And so he entangled our bodies and cursed our throats. Smote the brothers of Baladur. We thank you for the water. We bless you for the water. We ask you for the fair. Fair? Moment. Fair? Was heißt denn das in dem Zusammenhang? Verpflegung. Achso, ja, wir können sogar hier fragen. Ask what the fair is they're asking for. The fair. The toll, the levy. The people of Baladur must be buried with coin. Coin for the pathkeeper that leads the dead to the kingdom beyond. Spare us coin. Grant us coin. The more you pay, the further the pathkeeper takes us. Say you're ready to pay the fare. Sweet savior. Friend of death and fiend of life,
How much will you give? Be generous and say their afterlife is worth a mad king's ransom. Tell them you have more than enough to keep the pathkeeper pleased. Immer das Letzte, haben wir genug. We thank you again. We bless you again. The wealth of the depths is yours. Pathkeeper, keep us. Pathkeeper, guide us. To the long-awaited kingdom we will go. Laden with a burden of the coin you gave them, the brothers of Balador sink back to the bottom of the well. Whether they will find their kingdom or languish in the dark, wet depths forever, you cannot foretell. Aber wir haben einen Ring bekommen. 16 Magic Armor plus 2 Huntsman plus 1 Pyrokinetic. Ja, den kann man, denke ich, mit dem hier ganz gut austauschen. Blank Skillbook Fire Ingredient can be used to create a Skillbook. Dann hatten wir noch den hier gefunden. Ja, hm. Can Backstab. Ja. Und den hier können wir natürlich auch noch rübergeben. Zweimal Water klingt dann eigentlich ganz gut. Ja. Okay, ja, dann. Aber ob das jetzt hier alles war? Da war ja jetzt irgendwie kein so ein dicker Kampf am Ende oder irgendwas, wo man dann sehen würde, ja. Das wird jetzt fertig sein oder so. Ich meine, klar, wir sind hier hingekommen, aber. Weiß nicht, irgendwie wirkt das hier nicht sehr abgeschlossen. Na gut, ja, dann werden wir beim nächsten Mal weitersehen. Und, so viel bleibt da ja auch nicht mehr übrig. Wo wir jetzt noch hin können. Jo, im Endeffekt nur noch das hier oben. Mit dem Drachen müsste ich auch noch schauen, was da auf sich hatte. Also wer was zu dem Drachen weiß, kann mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Denn die Insel werde ich ja sehr bald verlassen. Kann natürlich sein, dass sich hierdurch noch was ergibt. Es kann auch sein, dass wir mit den Stäben, dass wir da was purgen können. Set Drain. Consume a corpse to gain a source point. Or steal a source point from a living character. Hm. Es scheint ja auch was vielleicht hier mit den Ressourcen zu tun zu haben, dass man da halt dann, wenn man keinen Punkt mehr hat, dann könnte man halt das im Kampf verwenden, um jemanden abzusaugen. Aber gut, ja, dann werde ich hier erstmal einen Schnitt machen und dann werden wir beim nächsten Mal weiterschauen. Bis dann!